Hallo Leute, wir spielen heute den Drag Racing Simulator. Ich habe bereits ein Rennen gefahren, also machen wir hier auf Continue. Laden mein Profil und fahren wir das zweite Rennen. Ich habe 1500 als Geld. Jetzt können wir hier mal was kaufen. Vorne. Spoiler. Zum Beispiel. Mein Motor. Oh, wir können Räder kaufen. Das ist natürlich sehr teuer. Wir können auch mal das hier kaufen. Und schon sieht das Ganze ein wenig mehr nach Drag Racer aus, weil... Nun ja, ohne das sieht es absolut seltsam aus. Wir klicken OK und ein Ladebildschirm taucht auf. Der ist wirklich verlangt. So, ich muss jetzt hier dieses Ding, um Gas zu geben, nach oben ziehen. Wenn ich zu viel Gas gebe, passiert das. Was natürlich total realistisch ist, dass ich irgendwie bei 120 Meilen pro Stunde vorne hochgehe und allgemein die Physik des Spiels. Ja, ich habe gewonnen. So. Hier nochmal auf Exit. Gucken mal, was das dritte Rennen so bietet. Kann man neue Räder kaufen. Naja, das sieht jetzt irgendwie seltsam aus. Echt haben die Slicks. Hier haben sie Rillenreifen. Total realistisch. So, dann fahren wir mal das nächste Rennen. Hier stehen wir wieder am Start. Das gleiche wie gerade taucht auf, der gibt wieder Vollgas. Oh nein. You crashed! Oh my fucking god! Dann starten wir das Ganze doch mit neu. 5, 9, 1, 0, 2. Das ist doch ein schwaches Spiel. Ich dachte, die Reifen bringen irgendwie Grip oder so, aber irgendwie bringt es gar nichts. Ja, vorsichtig Gas, ja. Wenn man das Gaspedal um die Hälfte durchdrückt, kommt das Ding schon vorne hoch. Wie soll ich damit hier gewinnen? Achso, wir bleiben stehen, gewinnen. Mit vor der Ziellinie bleibt der Gegner stehen. Das zeigt sehr hohen Realismus. Wir gucken noch mal kurz hier. Nein, das brauche ich nicht mehr. In die Option. Ich habe hier Motion Blur, also Bewegungsunschärfe. Ich habe zwei Lautstärken-Einstellungen und das war's schon. Ich kann keine Auflösung einstellen, gar nichts. So soll das Spiel gehen. Warte auf das grüne Licht. Gebe Gas, indem du den komischen Kreisknopf ziehst. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend hier. Dann fahren wir doch mal weiter. Rennen 4. Das ganze Spiel scheint irgendwie aus Einzelrennen zu bestehen. Es gibt keine Meisterschaften oder so. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt in echt ist, aber... Ja, was hat das jetzt gebracht? Sieht das komisch aus. Gut. Okay. Okay. Kommt jetzt wieder ein tolles Rennen mit der gleichen Strecke, mit der gleichen Grafik. Oh, ich bin so früh gestartet. Das Bild bleibt hängen und der Ton auch. Und jetzt kann ich auch Restart oder Exit klicken. Wir starten das tolle Rennen mal neu, weil das Spiel ja so einen Spaß macht. Und los. Was für Disqualification? Ich bin doch deshalb auch gestartet. Was soll's? Bleiben wir mal am Start ein bisschen länger stehen. 3, 9, so. Wie soll dieses Spiel denn funktionieren? Bleibt der Gegner wieder stehen? Ja, er bleibt wieder stehen. Ich gewinne und man hört im Hintergrund, dass ich wohl irgendwie in eine Wand gefahren bin. Also in echt haben die Dinger Bremsfallschirme in diesem Spiel anscheinend nix. Auf gut Deutsch gesagt. Ich habe kein Geld für gar nichts, also müssen wir wieder ein tolles Rennen fahren. Und das ist halt wieder die gleiche Strecke, bis auf andere Werbung. Also, nach dem Thema. Und die Bremsschärfe, naja. War der Bildschirm schon hier so abgeschnitten. Müsste man darauf achten, gleich beim nächsten Mal. Ich mache das Video jetzt noch bis zum 8. Rennen, weil das Spiel scheint irgendwie wirklich aus nichts anderem zu bestehen.
Wir können einen Motor kaufen. Das ist natürlich realistisch, dass das Ding kein Motor hat. Dann kaufen wir halt mal eine neue Lackierung, oder? Ach so, die schaltet man frei. Naja, grün ist mein Lieblingsfarbe. Sieht besser aus. Kaufen wir den Motor. So, dann starten wir das Rennen wieder. Wir stehen wieder an der Ampel und es ist eine andere Werbebahn. Und eine andere Tribüne, ich kann es kaum glauben. Der Gegner ist lila, also ist er schwul. Da ist jetzt der Bildschirm abgeschnitten. Zwischen den Brezeln wird man knapp darauf achten. Hallo. Dann starten wir das Ganze nochmal neu. Ja, wir bleiben stehen. Ich hab schon wieder verloren. Beende ich dieses Video, da es irgendwie keinen Sinn hat, weil ich habe die Teile gekauft, die ich kaufen konnte, und ich kann nicht gewinnen. Also bestaunen wir noch einmal dieses schöne Bild im Hintergrund mit dem brennenden Dragster. Und damit verabschiede ich mich. Noch einen schönen Abend, Leute, und bis morgen vielleicht.